Ich bin Katharina. Ich lade euch ein, mit mir zu tanzen, und zwar in Neukölln, in einem kleinen Park der Lessinghöhe. Das ist in der Nähe vom U-Bahnhof Karl-Marx-Straße. Ich bin Trainerin für Energy Dance. Energy Dance ist ein Training, bei dem du dich bewegen kannst und mit mir tanzen kannst, ohne dir eine Choreografie zu merken, ohne Takte zu zählen oder irgendwie etwas lernen zu müssen. Du folgst einfach nur den Bewegungen, die ich mache, und machst das alles in der Intensität oder der Anstrengung, die für dich richtig ist, mit der es dir gut geht. Und ich werde dir jetzt gleich ein paar Stücke, so ein bisschen so einen Einblick geben, wie Energy Dance sein kann. Du kannst gerne einfach mittanzen zu diesem Video. Oder ansonsten kannst du natürlich auch einfach für dich tanzen. Das ist zwar kein Energy Dance, aber das ist trotzdem sehr gut für dich, auch in Isolation. Gut, dann kommt erstmal an eurer Stelle, lasst eure Füße mal so richtig landen auf dem Rasen, auf der Wiese. Spürt eure Fußsohlen auf dem Boden. Verankert euch. Und dann gebt langsam nach in den Knien. Lass dann auch dein Po los, nach unten, absacken, dein Becken. Deine Hände, jeden einzelnen Finger nach unten ausschütteln. Deine Ellenbogen, deine Schultern. Alles nach unten, lass alles nach unten losfallen. Alle Gedanken, die du so in deinem Kopf hast, rausfallen lassen, die brauchst du jetzt nicht. Mach mal deinen Kopf kurz mit. Lass ihn auch mal einfach fallen. Okay. Und dann lass deine Hände langsam mit den Ellenbogen nach hinten schwingen, so ganz weich. Du bleibst einfach noch ganz ruhig auf deinen Füßen stehen. Deine Knie sind immer noch ganz weich, federn. Und was du jetzt machst, du folgst immer mir wie ein Spiegelbild. Also denkst überhaupt nicht drüber nach, du machst das, was ich mache. Die Bewegungen verändern sich so ganz allmählich. Ich sage auch was dazu, was sich verändert. Und du folgst mir einfach, du brauchst über nichts nachdenken. Wenn du feststellst, irgendwas ist dir zu groß oder zu anstrengend oder zu unangenehm, mach es kleiner. Bleib einfach in Bewegung. Lass deine Ellbogen nach hinten hochkommen. Nimm deinen Kopf mit. Deine Ellenbogen heben richtig den oberen Teil deines Rückens mich hoch. Und dann fällt er wieder runter. Deine Knie ganz weich. Und dann gehen langsam deine Ellenbogen nach außen. Vorne gehen deine Hände so überkreuzt. Du siehst schon, wir bleiben immer ein bisschen in der Bewegung, sodass du dich auch darauf einlassen kannst. Und jetzt richtest du dich mehr auf, kommst du in so zwei große U's. Und diese U's steigen langsam hoch. Über deinen Kopf und dann schieb nach vorne. Deine Handflächen. Genau. Schieb auch dein Becken mit nach vorne. Deine Schultern. Okay. Und dann schieb mal die eine Seite mit die andere. Immer zweimal. Ein bisschen federn. Und dann komm her. Nach unten mit deinen Händen. Federn. Dreh deine Hand mal um, deine Hände. Lass deine Handflächen nach oben kommen. Und deine Füße fangen langsam an, so ein bisschen zu lockern. Kommst du über so einen Berg? Und nimm dein Knie mit. Stell den Fuß ab. Genau. Lass deine
Ellenbogen mehr locker. Dann fang an, dich zu drehen, nimm beide Füße mit. Du musst so ein bisschen so einen kleinen Hopser machen oder dich drehen. Wenn nur Gewicht auf deinen Fußball ist und du so nach oben schwingst. Und lass deine Ellenbogen um dich herum. Ganz locker. Und schau, dass du in die gleiche Richtung drehst wie ich. Hier im Spiegelfeld. Überprüf mal, ob es so ist. Und dann lass die Hand hochkommen. Schnell in diesem Drehen. Und dann komm langsam in die Mitte wieder an. Beweg dich immer so ein bisschen weiter. Raindrops keep falling on my head. Just like the guy who's feet. Lass deine Hände bis zu deiner Schulter kommen. Dann nimm deine Ferse mit. Ganz locker. Dann kannst du mal deine Hände drehen. Und dann wirf über deine Schulter. Was weg. Komm hier nach vorne mit deinen Knien. Und dreh dich immer so in die Richtung, wo dein Knie hochkommt. Einfach ganz ruhig bleiben. Oberkörper aufrecht. Und lass deine Knie hochkommen. Oder lass die Beine los werden. Wirf sie weg mit deinen Füßen, mit deinen Händen. Das ist ein bisschen huckelig, wo ich stehe. Keine Sorge, nicht wundern. Und dann lande wieder. Lass die Arme schwingen. Raindrops keep falling on my head. Lass sie ganz weit hoch schwingen. Und deinen ganzen Körper mit. Herumschwingen und einfach da landen, wo du hinkommst. Deine Hüfte, dein Gesäß. Hier die Füße mit. Nach hinten. Deine Knie. Könntest du ein bisschen steuern, indem du mal so ein bisschen nachgibst. Dann komm vor deinen Körper. Lass den Arm nur noch so hin und her. Schwingen ganz langsam. Und beide Handflächen nach oben. Wenn du sowas trägst. Dann lass die Hände näher zusammen. An. Und dann lass deine Knie ganz locker und lass dich einfach mal nach unten hängen. Die Knie sind ganz weich. Und dann lass deine Hände auf deine Knie hochrutschen, stütz dich auf. Und komm mit Unterstützung der Arme und der Hände langsam wieder nach oben hoch. Richte deinen Rücken auf. Hals, dein Kopf.
zieh dich mal nach oben, so räkelt es so raus. Einfach mal in die eine Richtung, guck mal in die andere, wie so nach dem Aufstehen. Oh ja. Dann mal mehr in die Seite. Komm nach unten. Oder mit dem Einatmen lass deine Hände hochkommen. Ausatmen, lass sie wieder sinken. Mit dem Einatmen nochmal hochkommen. Mit dem Ausatmen sinken und dann lass sie unten überkreuzen. Und dann öffne dich mit dem Einatmen, über die Handflächen nach oben. Führe den Atem durch deinen Körper durch. Und noch einmal ganz groß aufgehen. Und den Atem nach unten durchführen. Deine Hände auf deine Körpermitte zu unterhalb des Bauchnabels. Lass nochmal die Knie locker. Kannst du auch kurz mal die Augen schließen. Und gar wie dein Körper sich jetzt anfühlt. Vielleicht kannst du dein Herz klopfen hören. Und den Atem, den Rhythmus deines Atems wahrnehmen. Und dann öffne wieder die Augen. Löse dich locker für dich. Genau. Das war jetzt nur so ein ganz kleiner Eindruck, wie wir dann tanzen könnten. Und wenn du möchtest, tanz doch einfach auch zu Hause.